Voilà, hier kommen Whirlpool Productions. Freunden der Haarmusik schon länger ein Begriff, tritt das umtriebige Kölner Haustrio nun in eine neue Phase ihres Schaffens. Vom kleinen Label Ladomat ging's vor kurzem eine Etage höher zur Mutterfirma Motor. Das eröffnet neue Möglichkeiten und die wollen genutzt werden. Das sehnlichst erwartete zweite Album steht an und Haus-TV schaute den Dreien dabei ein wenig über die Schultern. Aber zunächst für alle Nicht-Eingeweihten, wer ist das jetzt nochmal genau, Whirlpool Productions? Wir sind ein Produzententeam, bestehend aus Eric, Justus und mir selbst. Und wir produzieren Musik, zu der man tanzen kann, die sich im Hauskontext irgendwo aufhält, aber sich von Formeln entschieden fernhält. Das haben sie wahrlich schon immer getan. Seit ihrem ersten kleinen Clubhit Fly High vor 4 Jahren haben sie es stets verstanden, andere Wege als die konventionellen Hauspfade zu beschreiten. 1995 erschien ihr erstes Album Brian De Palma und rief ungeteilte Begeisterung bei Ravern und Hausern hervor. Um den Standard zu halten und auch einmal etwas Neues auszuprobieren, begab man sich nun raus aus dem Wohnzimmer in ein besonderes Studio mit Geschichte. Das war lange der Proberaum von der Gruppe Ken und ist ein Mietstudio seit 15 Jahren ungefähr. Es ist ein ziemlich legendäres Studio einfach. Das ist ein ehemaliges Kino, um die interessanten Details hier mal etwas hervorzuheben. Und das Besondere daran ist vor allem, dass es alles in einem Raum stattfindet. Nicht nur das allein. Mitten auf dem Land, in einem kleinen Dorf bei Köln, befindet sich das sogenannte Can-Studio. Wenn man einen Sinn für Nostalgie hat, bekommt man hier eine extra Portion Musikgeschichte gleich mitgeliefert. Can, das waren die Stockhausen-Schüler Holger Tschukai und Irmin Schmidt, die bereits Ende der 60er Jahre Pionierarbeit auf dem Feld experimenteller Musik leisteten. Da macht man sich auch 20 Jahre später noch so seine Gedanken dazu. Can war ja in dem Kraftwerk und, weiß nicht, den Neubauten vielleicht oder so, mit das Beste, was Deutschland so in den 70er Jahren zu bieten hatte. Wenn man jetzt Ken und Kraftwerk sagt, was die wichtigsten deutschen Popgruppen waren, dann ist das, was wir machen, vielleicht in der Mitte dazwischen. Weil Ken und Kraftwerk, Ken ist ein sehr freies Konzept und Kraftwerk ist ein sehr kontrolliertes Konzept. Und was wir machen, ist irgendwie so in der Mitte. Wir samplen halt sehr viel und konstruieren uns lieber Atmosphären über Samples oder Sachen, die wir selber spielen. It's more about feeling. It's more about feeling and groove. Yeah. If anything, we approach this music the same way. Es geht uns vor allem um ein bestimmtes Gefühl. Unsere Herangehensweise an die Musik ist vielleicht vergleichbar mit der von Funkbands. Es geht darum, eine Stimmung, einen Groove oder eine Emotion festzuhalten und diese dann bis zum Äußersten weiterzuentwickeln. Exploiting it to the max. Don't know. Und wenn Sie dann in der Stimmung sind, die Computer mal abzuschalten, dann kommen Sie mitunter zu ungewöhnlichen musikalischen Resultaten. Schließlich haben sie nicht umsonst Klavier und Gitarre spielen gelernt. Verknüpft mit dem Wissen um die neuesten Entwicklungen in der elektronischen Musik, schaffen es Whirlpool immer ihren ganz speziellen Sound zu finden und sich wirklich gekonnt zwischen allen Kategorien zu bewegen. Die Leute, die eigentlich kein Haus mögen, mochten unsere erste LP. Andere, die gerne Haus hören, mochten sie erst recht. Und selbst die Techno-Fraktion konnte ein paar Songs finden, die sie richtig gut fand. People that like techno like certain songs on the record. Man kann ja inzwischen auch bei Haus schon auf 10 Jahre Archiv quasi zurückgreifen. Das ist ja auch schon, das ist ja keine neue Musik. Das gibt's ja seit 10 Jahren ungefähr. Deswegen ist es auch wichtig, dass man seinen eigenen Plan nicht so sehr von den Außenströmungen abhängig macht.
Nein, abhängig von irgendwelchen Trends oder Hypes sind sie absolut nicht. Whirlpool klingt immer nach Whirlpool und das wird auch in Zukunft so bleiben. Dementsprechend gespannt darf man sein, was als nächstes kommt und wie es live präsentiert werden soll. Wir werden keine 303-Knöpfchen-Drehshow machen. Wir werden keine Playback-Dance-Choreografie-Show machen. Aber was wir machen werden, ist noch geheim. Danke sehr. Jawohl, hier bei uns im Studio Sensorama, Jörn und Roman. Ihr wart ja schon mal bei uns. Guten Tag. Guten Tag. Damals allerdings in Acid Jesus Mission, heute als Sensorama. Erzählt mir doch mal ein bisschen was, was ihr so in der ganzen Zeit getrieben habt. Ich glaube, ihr wart multiaktiv, glaube ich, heißt es. Ja, wir haben ein Alter Ego LP gemacht. Aha. Haben da auch im Prinzip so das letzte halbe Jahr dran gearbeitet. Und wir haben natürlich, letztes Jahr war das vornehmlich halt, die Sensorama LP gemacht. Mhm. Und auch eine Maxi gemacht und jetzt seit neuestem gibt es ja von der LP auch eine Remix-LP mit unseren ganzen Freunden und Lieblingsproduzenten, unter anderem Global Communication, Plate, Mouse on Mars, haben einen super schönen Remix gemacht, Move D und so weiter. Und genau, Claudian hat auch einen sehr guten Mix gemacht und wir haben ein Video noch gemacht. Aha. Mir schien es so, dass ihr irgendwie ziemlich heftig am Rotieren wart. Oder kam mir das jetzt nur so vor, weil in der letzten Zeit so viele Platten kamen oder so? Also mir schien es so, als ob ihr gar nichts mehr anderes machen würdet und einfach nur noch irgendwie zu Hause hocken würdet und Output, Output, Output. Nee, es war eigentlich mehr ein verrückter Zufall gewesen, dass die Platten dann so komprimiert auch noch kamen. Also das heißt, ach so, das war also die so. Sensorama ist eigentlich Anfang letzten Jahres schon fertig gewesen, die LP. Kam dann wiederum erst im Herbst. Die Alter Ego wurde im Sommer angefangen, kam im... Weiß ich nicht. Um die Weihnachtszeit haben wir die abgegeben, kam jetzt vor kurzem zwischendurch noch die Rose 70, die auch schon über ein Jahr alt war. Ach, die ist echt schon über ein Jahr alt? Ja. Ach so. Das heißt, die war eigentlich noch in der Vorsensorama-Zeit teilweise noch produziert worden. Und somit kam das jetzt eigentlich zufällig alles auf einer. Aha. Das sind jetzt auch diverse Projekte. Hat das jetzt irgendwie einen ganz bestimmten Grund, diese ganzen Projekte? Oder ist es einfach nur, ihr habt so viel Material und macht da mal was für die, macht ihr mal was für die? Oder ist wie prinzipiell eigentlich... ist der Ansatz vielleicht ähnlich wie wir Musik machen, aber es geht natürlich darum, auch verschiedene Musikrichtungen so zu featuren. Mhm. Das heißt, sie unterscheiden sich auch vom Sound grundlegend, die Alben eigentlich. Ne? Ja, schon. Und trotzdem kann man dann bei so einem Alter Ego-Album, wo es jetzt schon das zweite ist, noch Rückschlüsse zum ersten ziehen. Mhm, ja. Und darum geht es uns eigentlich. Ja, ihr habt ja jetzt auch durch die ganzen Projekte wahrscheinlich ohne Ende Interviewanfragen, auch mit jeder LP immer weitere. Und es sind ja auch grundsätzlich doch immer wieder dieselben dummen Fragen. Wie sind das eigentlich bei euch mit der Identity? Sind es auch immer dieselben Antworten oder versucht ihr das schon irgendwie ein bisschen zu differenzieren? Ich weiß ja nicht. Also ich stelle mir das manchmal auch ziemlich nervig vor, oder? Ja, es hat seine guten und seine schlechten Seiten natürlich mit diesen ganzen... Zähl die doch mal auf. Ja, die guten Seiten sind natürlich die, dass man natürlich dann mit so verschiedenen Projekten auch seine verschiedenen Vorlieben halt featuren kann. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel auf Ongaku eine Supreme Truth Maxi, die sehr hart ist, weil wir einfach jetzt Lust haben, halt mal wieder harten Sound zu featuren. Wir sind jetzt irgendwie für harten Techno momentan. Das heißt, yes! wir können dann aktuell halt natürlich dann halt unseren Standpunkt halt über diese Maxi definieren. Und das ist natürlich auch sehr gut und sehr wichtig. Und bei einer LP natürlich, Nachteil ist natürlich der, du hast eine LP produziert, meinetwegen vor einem Dreivierteljahr und musst dann halt aktuell drauf eingehen. Und manchmal ist dann natürlich dann so die Haltung natürlich schon ein bisschen eine andere wie zu der Zeit, wo man die gemacht hat. Bei uns aber im Prinzip eigentlich kein Problem, weil wir stehen eigentlich schon zu den Sachen, die wir so gemacht haben. Eigentlich schon. Im Prinzip. Aha. Ja, wir schauen uns jetzt auch erstmal ein Video von euch an und dafür habt ihr auch einen Preis bekommen, ne? Oder ist es das andere? Nee, wir haben dafür einen Preis bekommen. Das ist jetzt Echtzeit von der letzten Sensorama LP. Guck mich an. Und wir haben einen Preis bekommen von VH1 und MTV für das beste Low-Budget-Video unter 30.000 Mark und zwar viel, viel billiger. Es war wirklich viel billiger als 10.000 Mark und alle können zufrieden sein. Ja, es ist auch wirklich schön. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal an. Hier ist Sensorama mit Echtzeit. Klick, klick, klick. Thank you.
Jungs, eure Musik ist doch oftmals sehr experimentell, deep und kopflastig, trotzdem auch sehr ausgewogen und halt oft auch sehr musikalisch und so. Seid ihr irgendwie ziemlich gut gelaunt? Geht's euch gut oder so? Wir sind eigentlich meistens gut gelaunt. Aha, also aber seid eher so Leute, die den ganzen Dingen positiv gegenüberstehen. Wir sind gut drauf. Aha. Ja, manchmal ist wohl mal ein bisschen melancholisch. Aha. Aber ich gleiche das, dann wieder aus. Super. Ihr habt mir beim letzten Mal auch erzählt, dass ihr auflegt, ne? Mhm. Auch das, ja. Auch das, das kommt hinzu. Okay, was macht ihr denn da so mit dem Auflegen? Gibt es da jetzt irgendwelche konkreten Projekte, die ihr da momentan am Start habt? Weil irgendwie, ich sehe das ja momentan eher nur so auf musikalischer Ebene.
Ja, deswegen hat auch immer nur dieselben DJs gebucht. Ja, mit den Projekten ist es halt immer so ein bisschen schwierig, weil ob wir jetzt meinetwegen das Acid Jesus DJ-Team sind oder jetzt in Sorama oder sonst irgendwas, wird immer ein bisschen. Aber wenn dann als Team oder was? Wenn dann eigentlich als Team und weil ich bin eigentlich jetzt nicht so der Club-DJ oder so. Also wenn er alleine auflegt, dann legt er dann halt schon so, so einen Jeff Mills-Style auf oder schon härteren Techno halt und versucht auch irgendwie experimentellere Sachen so zu machen. Wenn wir zusammen auflegen, legen wir eher so ein bisschen relaxed auf, also eher so Chill-Out oder Ambient Lounge oder After-Hour. Aha, ich reiz es gar nicht, irgendwie abzugehen. Ich habe im Prinzip so, was ich zu Hause höre, sind eher so die ruhigen Sachen und ich finde, die kommen meistens so ein bisschen zu kurz. Und ich nutze dann auch die Gelegenheit, die halt laut zu hören im Club und da wirken die auch nochmal anders und ich finde das immer sehr inspirierend. Und wie reagieren da die Leute? Ich würde sagen, es ist eigentlich so, dass wir es immer so aufteilen, dass er anfängt. Von daher ist dann eh so ein Einschwingfaktor noch dabei und das dauert dann so eine Stunde oder zwei Stunden und dann fange ich an und dann geht es eben zur Sache nochmal. Aha, und dann bestreitet ihr schon mal so eine ganze Nacht und so? Wir bestreiten auch eine ganze Nacht, aber wir bestreiten natürlich am liebsten so im Frankfurter Raum mit Arthur und Heiko so eine ganze Nacht, weil es kombiniert sich dann am besten eigentlich. Ah, und wie funktioniert das? Gibt es jetzt bald auch mehr zu sehen oder so? Wir haben jetzt samstags immer einen Giftclub. Giftclub in Frankfurt im Nachtleben. Aha. Mit wechselnden DJs, auch aus dem In- und Ausland. Mit Robert Hood nächste Woche. Ah, und Chelyam Jay in drei Wochen, glaube ich. Und zwischendurch immer wieder ja, auch Leute, die halt im Frankfurter Raum auflegen. Oder im Delirium-Kreis, so zum Beispiel Andy oder so Leute. Oder irgendwelche Leute, die einfach klasse sind, die wir so kennen. Auch Freunde aus, jetzt meinetwegen aus England oder so. Kommen dann halt mal vorbei. Oder wenn mal jemand in der Stadt ist, Clear Records oder sowas. Einfach ziemlich cool und relaxed und kooperatives Schaffen, sozusagen. Ja. Also so wie wir auch nach England fahren und da halt mal Leute beim Auflegen besuchen. Ja, das macht ihr weiterhin? Das machen wir weiterhin, ja. Aha. Gibt es da auch weitere Produktionen? Ihr habt ja schon mal was mit David Holmes gemacht. Ja, wir haben jetzt Remixe gemacht, die sind jetzt gerade draußen von Gone. Ah. Zwei Mixe gemacht. Aber die sind jetzt noch nicht auf dieser ersten Maxi, ne? Die jetzt gekommen ist. Auf der ersten ist der Part 2. Ah. Und auf der englische ist eine Doppel-Maxi. Und da sind beide Mixe von uns drauf. Mit einem Cruder und Dorfmeister-Mix und einem Andrew Weatherer-Mix. Aha. Und es wird weiterhin jetzt ein Mix kommen von uns für die neue Andrew Weatherer-LP. Ah, gibt's da eine neue Sables of Paradise oder was? Die ist gerade. Also erst im Herbst, denke ich. Wird jetzt gerade produziert. Aha. Und wir. Also er wird von uns einen Mix machen, wir werden von ihm einen Mix machen. Es wird so ein Tausch einfach. Und dann gibt es einfach noch eine Kollaboration mit David Holmes erneut für eine Maxi für sein neues Album. Der war jetzt vor zwei Wochen bei uns gewesen, ein paar Tage im Studio wieder und wir haben einen ganz guten Club-Track gemacht. Ein sehr hartes Stück gemacht, wo es eventuell einen Jeff Mills Remix geben wird dafür. Und es wird dann auch eine gute Maxi, glaube ich. Ja, das hört sich doch alles sehr gut an. Ich freue mich, euch gleich beim Auflegen zu hören. Und wir sehen uns gleich wieder, oder? Ja, klar. Super. Präsentieren die Jungs mit ihren Lieblingsplatten und wünsche euch irgendwie eine gute Zeit und euch auch. Und habt Spaß. See you. Okidoki, dann kommen wir mal zur ersten Platte. Das ist der Born Under Rhyming Planet Remix für Sensorama auf der neuen Doppel-Maxi, Remix-Maxi und auch als CD erhältlich. Und das ist der Remix von dem Stück Hearts. Wir gehen weiter auf unserer Remix-Platte, zu Gast auf der Welcome-Insel. Und der nächste Remix ist von Mouse on Mars und etwas experimenteller, wie der Mix eben. Bisschen Jungle beeinflusst, einer unserer Lieblingsmixe auf der Sensorama-Remix-Maxi auf Lademat.
klar, wir gehen weiter mit einem weiteren Remix, diesmal von Plate, früher mal Black Dog aus England. Ein Remix wieder für Sensorama von dem Stück Zone 30. Das ist die neue Ladomat. Playhouse. Die neue Playhouse-Ladomat. Nicht Ladomat. Von Roman. Heißt Roman 4. Und das Stück heißt FKK. Eigentlich nicht. Das ist auf der B-Seite. Das Stück heißt Algorithmus. Algorithmus. Alles klar, wir werden ein bisschen härter. Wir kommen zur neuen Ongaku, jenes Label. Das ist das Label, was wir mit Atta und Heiko in Frankfurt zusammen machen. Und das ist die Ongaku 11 und die nennt sich The Supreme Truth. I'm not gonna lie.
Das nächste Stück ist auch von der neuen Ongaku, Supreme Truth. Es gibt einen Blood Mix und einen Sugar Mix. Das ist der Blood Mix, etwas härter. Wir machen jetzt harten Techno. Trans Revival steht bevor. Muss verhindert werden. Muss verhindert werden. Wir kommen zu einem neuen Experiment auf Klang, einem unserer weiteren Labels. Das ist die Klang 09 und nennt sich 8 Miles High. Kriegen das Zeichen, wie wir aufhören zu müssen, leider Gottes. Und sollen demnach noch das neue Video von Jörg Bürger, oder nee, von Bionaut. Bionaut sollen wir ansagen. Wie heißt es doch gleich? Wie heißt das neue Video? Einfach das neue Video von Bionaut. Das neue Video von Bionaut. Viel Spaß damit. Thank you.
machen weiter mit einem der interessantesten Hardhouse-Acts ever. Jiri Siva heißt er und macht meinen Kopf noch kranker, als er schon ist. Weit ab von jeglicher musikalischer Definition handelt es sich dabei doch nur um nichts Bescheideneres als die Reinkarnation des Maximums an Acid-Sound, den ein einzelner Kosmos überhaupt verkraften kann. Und darüber hinaus hat dieser Sound noch den Sex gepachtet, das ist sicher. Kauft euch seine Platten und ihr habt wieder was, woran ihr glauben könnt. Ich höre jetzt mal auf mit dieser Moderation, weil das führt, glaube ich, zu weit. Wir spielen ihn ganz einfach. Jiri Siva mit einer Auskopplung aus seiner aktuellen Remix-Single Trento. TV präsentiert Danube Mega Rave am Samstag, den 6. April im Linzer Posthof in Österreich. Wie schon im Jahr zuvor lässt auch dieses Mal das umfangreiche Line-Up kaum einen Wunsch offen. Mit dabei sind Jeff Mills, Richie Horton, Robert Hood, Patrick Pulsinger, John Aquaviva, Sabine Christ, Karl Cox, Mark Spoon und viele, viele andere. Live spielen nicht minder interessante Künstler wie Ian Pooley, Future Funk und Avex. Der Danube Mega Rave, Österreichs größtes Party-Event, verspricht also auch heuer, das Rave-Ereignis des Jahres zu werden. Die insgesamt 4 Floors haben eine Kapazität von etwa 6.000 Leuten. Also jetzt noch ein Ticket sichern, bevor dieser Rave ohne euch stattfindet. Am Sonntag ist Ostern und das weiß man auch in Osnabrück. Dementsprechend veranstaltet der Funky Freaks Club am Samstag, den 6. April, die Oster-House-Grooves-Party in den Räumlichkeiten der Diskothek Virus in Paderborn-Büren.
Die gesamte DJ-Riege des besagten Partykollektivs der Funky Freaks wird dann auch an diesem Abend vor Ort sein. So zum Beispiel DJ Psycho, Ednik und Cylon. Beginn ist 22 Uhr, das Ende natürlich offen. Berlins angeblich schönster Club, das WMF, präsentiert am Sonntag, den 7. April, Romantony, einen der experimentellsten und interessantesten Hausproduzenten aus Übersee, der an diesem Abend natürlich nicht produzieren, sondern seine schönsten Platten auflegen wird. Mit dabei sind natürlich wie immer die charmanten Gastgeber Dixon und Mitya Prinz, die bis 4 Uhr den Laden in die richtige Stimmung versetzen werden. Am Ostersonntag ist auch in Leipzig einiges geboten. Future Groove Nummer 3 steht auf dem Programm und findet statt im Haus Auensee in der Gustav-Escher-Straße. Headliner sind Dave Davis und TC Brain vom belgischen Kultlabel Bonsai. Dazu kommen die Lokalmatadoren Mad Max und das Jungleism Monkeys DJ-Team. In Düsseldorf eröffnet am Samstag, den 13. April, ein neuer Club namens 36 Grad in der Grünstraße Nummer 15. Auf zwei Floors tummeln sich alte und neue Recken der rheinischen DJ-Zunft wie Massimo, Groovemaster K und Ketama. Als Bonus gibt es neben Mario De Bellis auch noch eine beschallte Chill-Out-Zone und eine After-Hour mit Paul Cooper im Ratinger Hof. Wer am Samstag, den 13. April, zufällig in Bremen weilt und zudem noch lieber Breakbeats als Techno hört, der wird mit einem Besuch im Bremer Tivoli nicht allzu falsch liegen. Dreamland heißt der kleine Jungle Rave und findet schon zum 4. Mal statt. Diesmal mit dabei sind unter anderem die DJs Hype, Darren, Mo und Goofy sowie die MCs GQ und Nick. Und schließlich noch eine nette Party, nicht nur für Goa-Heads. Mit dem Motto O Tempora O Mores geben sich die Veranstalter schwer historisch und bedeutungsschwanger, möchten aber eigentlich nur auf unnötig trennende Barrieren hinweisen, die bei den Besuchern dieser Party abgebaut werden sollen. Wie auch immer, letztlich geht es um Musik und die kommt von Altmeister Antaro und DJ Jab. Eröffnen wird den Abend im legendären Hamburger Grünspan ein DJ namens Peter Voss, der schon vor Urzeiten an dieser Stelle aufgelegt hat und somit eine Brücke zwischen altem und neuem Sound schaffen soll. Termin ist Montag, der 15. April ab 21 Uhr. Freunde, das war's mal wieder für diese Woche. Was wir nächste Woche so am Start haben, wissen wir bislang auch noch nicht. Eins ist jedoch sicher, es wird gut, denn Sabine ist wieder back.